aber ein Fenster bitte oben lassen, Ticket am Fenster halten. Überall in Deutschland sind Theater, Kinos und andere Unterhaltungseinrichtungen geschlossen. In Essen aber hatte am Freitag ein Kino weiter geöffnet, ein Autokino. Denn in Zeiten des Kontaktverbotes kann man so trotzdem einen Film außer Haus genießen, jeder für sich in seinem Wagen. Frank Petziak ist der Manager des Autokinos. Er ist froh, dass sein Betrieb weiter arbeiten kann. Ja, es ist ein tolles Gefühl. Auch den Mitarbeitern gegenüber, die müssen nicht vom Kurzarbeitergeld leben, diese 60%, sondern können ja volles Geld verdienen. Und die Leute hier, gucken sie rein, die sind fröhlich, die lachen, die vergessen hier für 2 Stunden Corona und haben dann wenigstens mal ein bisschen den Kopf frei. Und doch, auch im Autokino müssen die von der Regierung erlassenen Einschränkungen umgesetzt werden. Wir haben 10 Mitarbeiter, die permanent durch die Reihen gehen, damit von den Kunden keiner spazieren geht. Haben mehrere Personen an den Toiletten postiert, damit da eben auch die Abstände eingehalten werden. Und lassen auch immer nur 2 Leute gleichzeitig aufs Klo rein. Der völlige Verzicht auf Kontakt mit den Besuchern ist es, der das Autokino von anderen Kinos unterscheidet. Für die Dauer des Kontaktverbotes dürfen aber auch im Autokino in Essen keine Snacks verkauft oder Decken verliehen werden.